Es gibt Erfahrungen, dass es auch über Hausrecht, über Leitbilder und Ähnliches auch Möglichkeiten gibt, dass da gehandelt werden kann. Ein solches Leitbild müsste entsprechend demokratisch legitimiert sein. 3 Wochen nach Beginn der Kampagne falschepropheten.gold sind wir erneut im Wiesbadener Rathaus. Welche Möglichkeiten gibt es, sich dem Wirken von Demokratiegefährdern in politischen Grauzonen wirksam entgegenzustellen, ihnen öffentliche Räume nicht zu überlassen? Ich begrüße Sie und euch recht herzlich wiederum aus dem Festsaal des Wiesbadener Rathauses. Wie vor 3 Wochen wollen wir wieder über den Wertekongress Go for Gold sprechen, der am 18. und 19. September im Rhein-Main-Kongresszentrum stattfindet. Seit gut 3 Wochen läuft eine Kampagne von Moment mal Wiesbaden und 2 Kooperationsträgern, nämlich Spiegelbild, politische Bildung aus Wiesbaden und 8 Segel, Büro für demokratische Kommunikation und politische Bildung im Netz aus Frankfurt. Und die Kampagne hat mittlerweile schon 3000 Menschen erfasst. Es geht darum, dass wir beleuchten wollen, welche Ideologien dort vermittelt werden, möglicherweise welche relevanten Akteure in Erscheinung treten. Und darüber möchte ich mit den Kooperationspartnern heute sprechen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Verena Delto von Spiegelbild, die auch an der dort angesiedelten Anlaufstelle Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit arbeitet, und Fabian Jelonek von 8 Segel. Zudem wollen wir auch über die Analyse und Kritik hinaus uns fragen, was heißen eigentlich die Erkenntnisse, die wir gezogen haben, für den Umgang mit solchen Gruppierungen innerhalb der Stadtgesellschaft, innerhalb des Rhein-Main-Kongresszentrums, und wie kann man letztendlich vielleicht auch perspektivisch, auch administrativ mit solchen Gruppierungen umgehen, gerade dann, wenn Demokratiefeindlichkeit und Verschwörungserzählungen gegenwärtig sind. Und hierfür konnten wir Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende als Gesprächspartner gewinnen. Ganz herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Verena, ihr habt euch in der Kampagne mit dem Wertekongress auseinandergesetzt. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass du, die für Antisemitismus und Verschwörungserzählungen verantwortlich bist, politisch in dem Kontext, dich auch berufen gefühlt hast, als Vertreterin des Bündnisses für Demokratie hier in Erscheinung zu treten. Was waren eure Erkenntnisse? Was habt ihr für Gespräche geführt? Ja, danke erst nochmal zur Position, aus der ich jetzt spreche, ist, dass die Anlaufstelle Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gefördert wird durch das Amt für Zuwanderung und Integration der Landeshauptstadt Wiesbaden und bei Spiegelbild politische Bildung aus Wiesbaden angesiedelt ist. Wir sind ein freier Träger der historisch-politischen Bildungsarbeit und somit eben auch zivilgesellschaftliche Akteurin, die ja dazu mit beiträgt, über Spiegelbild eben auch mitzugestalten in der Stadtgesellschaft Wiesbaden zu einer Stadt der geliebten Vielheit, eben daran mitzuwirken. Diese beiden Positionen, zivilgesellschaftliche Akteurin und eben auch die Anlaufstelle, machen es für uns wesentlich einfach, diese demokratiefeindlichen Tendenzen zu benennen und eben auch über antisemitische Verschwörungserzählungen aufzuklären. Denn die Verschwörungsmythen haben halt gemeinsam, auch wenn sie sehr verschieden aussehen, dass sie einer demokratischen Gemeinschaft gegenüberstehen, also konträr. Sie wirken eher als Radikalisierungsbeschleuniger zu so einem geschlossenen Weltbild. Und zudem haben sie einfach auch eine strukturelle Anschlussfähigkeit für antisemitische Deutungsmuster. Also das klingt jetzt erstmal kompliziert. Dazu haben wir jetzt auch in der Kampagne ein eigenes Video beigetragen, mit Moment mal zusammen, wo wir nochmal erklären, dass es eben bestimmte strukturelle Merkmale gibt, die Antisemitismus und eben auch Verschwörungsmythen gemeinsam haben. Diese Erklärung, dass es eine kleine mächtige Elite gäbe, die eben im Verborgenen agiere und die Schuld an allem, was negativ sein soll, haben soll. So. Nicht jede Verschwörungserzählung ist per se antisemitisch, aber wer eben an eine nicht antisemitische Variante einer Verschwörungserzählung glaubt, der ist tendenziell auch leichter dafür zu gewinnen, eben eine antisemitische Variation davon auch anzunehmen und auch die zu vertreten. Und
ja, die Verschwörungserzählungen, die uns eben in der, im Kontext der Auseinandersetzung mit dem sogenannten Wertekongress, der hier stattfinden wird in Wiesbaden, begegnet sind. Da sieht man diese Anschlussfähigkeit sehr gut, beziehungsweise sie sind im Kern antisemitisch. Das machen wir in diesem Video auch ganz gut an dem Beispiel sichtbar, wo es um George Soros geht, also die Erzählung um George Soros. Auf diese Erzählung bezog sich zum Beispiel auch einer der geladenen Referenten auf seinem Twitter-Account mehrfach in den letzten Jahren, Max Otte. Und zu den Erzählungen um Soros, da geht es im Prinzip kurz zusammengefasst darum, dass er als Feindbild für alle Fälle funktioniert. Und das funktioniert deshalb so gut, weil er eben, also weil in diesen Erzählungen eben an diese klassischen antisemitischen Narrative angeknüpft wird. Diese Verschwörungserzählungen, die können dann sich vorgeblich oder als auf den ersten Blick auch erstmal gegen Geflüchtete wenden, gegen Menschen in der Politik, gegen Feministinnen, gegen demokratische Institutionen. Aber sie erzählen immer diese Geschichte von dieser mächtigen Elite aus dem Hintergrund, die die Strippen ziehen würde und die das Geschehen der Welt lenken würde zum Negativen hin. Dieser strukturelle Antisemitismus ist dann der Wegbereiter dafür, dass es halt einen offenen Antisemitismus gibt. Und das ist was, was wir gerade aus der Sicht der Anlaufstelle Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auch nochmal betonen möchten, dass es hier eine Gefahr gibt, die nicht zu unterschätzen ist. Denn die Anhänger und Anhängerinnen solcher Verschwörungsideologien, die wissen, wer gemeint ist. Und Jüdinnen und Juden wissen es sowieso, weil sie sind diejenigen, die diesen offenen Judenhass am Ende abbekommen, der sich halt auf die Verschwörungserzählung bezieht. Ja. Vielen Dank. Fabian, ihr habt euch vor allen Dingen in verschiedenen Podcasts mit der sogenannten Edelmetall-Goldszene auseinandergesetzt. Mit wem habt ihr gesprochen und was waren eure Erkenntnisse? Ja, also ich habe ja vor 3 Wochen an dieser Stelle gesagt, irgendwie ist ein spannendes Thema, aber auch ein heikles Thema, was ein bisschen schwer zu greifen ist, weil wir es ja mit Leuten zu tun haben, die erstmal so auftreten und sagen, wir verkaufen doch nur Wertanlagen und machen hier nur einen Wirtschaftskongress. Und dementsprechend war ich so ein bisschen hibbelig, wen kriegen wir denn, wenn wir jetzt die Anfragen rausschicken, wer sagt am Ende zu? Und ich war überrascht, dass wir sofort Zusagen eigentlich bekommen haben. Also wir haben gesprochen mit Andreas Kemper, einem Soziologen aus Münster. Wir haben gesprochen mit Professor Dr. Markus Linden von der Universität Trier. Und wir haben zum Abschluss dann gesprochen mit Dr. Michael Blume, der ist Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Und das Spannende an diesem Personaltableau finde ich eigentlich, dass wir aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen da eigentlich Leute haben. Also beispielsweise Herr Blume ist in der CDU organisiert, kommt aus einem bürgerlich-liberalen, konservativen Lager, zu dem er sich auch erzählt, während Andreas Kemper sicherlich eher einem linken Lager zuzuordnen ist. Und das Interessante ist dann, obwohl diese Leute aus so unterschiedlichen Richtungen kommen, sind die sich am Ende sehr, sehr einig darin, was auf diesem Kongress passiert oder was auf solchen Kongressen und in dieser Szene passiert. Nämlich, dass da im Prinzip Schritt für Schritt ganz langsam, aber stetig unsere Demokratie ausgehöhlt wird durch eben Verschwörungstheorien, wie Verena Delto das gerade schon gesagt hat, durch antidemokratische Haltungen, in denen es dann viel darum geht, wer Reichtum hat, soll quasi entscheiden können. Wer nicht reich ist, soll quasi in seiner politischen Macht eingeschränkt werden. Also es ist eine sehr demokratiefeindliche Szene, die dort sitzt, die aber im Prinzip auf ein großes soziales Kapital, also nicht nur auf einen großen Geldbeutel schauen kann, sondern auch auf ein großes soziales Kapital. Und das macht sie so ein bisschen unangreifbar. Ne? Sie präsentieren sich eben als Leute, die, die eben sich mit wirtschaftspolitischen Themen beschäftigen und die mitten aus der Gesellschaft stammen. Das, was sie aber machen, ist eigentlich so eine Art Türöffner nach rechts außen zu sein. Das zeigt sich dann beispielsweise daran, wenn ein Referent wie Daniele Ganser eben auch auf rechtsextremen Kanälen auftritt und dort quasi mit seiner Präsenz diese Kanäle aufwertet.
Dankeschön. Ja, wir haben dann noch in weiteren Beispielen auf der Kampagnenseite beispielsweise die Dokumentation der Recherchegruppe für Wiesbaden und Umgebung dargelegt, die dann auch genau diese Verbindung eben in extrem rechte Strömungen beschreiben und zugleich anhand von einem Artikel von Karl Kinski aus der antifaschistischen Zeitschrift Lotter dargelegt, wie dieses Spektrum tatsächlich auch erfolgreich ist in ihrem seriösen Auftreten, dass beispielsweise Teile der Solid-Gruppe eben auch mit der Bayerischen Landesbank im Bereich Edelmetall kooperieren. Herr Mende, die Solid-Gruppe und das ganze Themenkomplex, war das Ihnen bekannt? Hatten Sie von der Solid-Gruppe schon gehört und das, was der Wertekongress darstellen soll? Also ich bin im Wesentlichen durch Ihre Arbeit darauf aufmerksam geworden und Herr Jeroneck hat es ja gerade gesagt, es erfordert ja auch schon einige Recherche und auch einige tiefgründige Diskussionen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Sie haben darauf hingewiesen, um denn auf den Grund zu kommen. Mir hat sich das so nicht dargestellt, aber das ist ja genau der Wert der Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich heute gerne hier bin, dass eben diese Aufklärung vorangetrieben wird. Für mich ist wichtig immer der gesellschaftliche Diskurs, der politische Diskurs. Und dazu braucht es eben Menschen, die diesen Diskurs vorantreiben und die sagen, da gibt es etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und das haben wir hier im konkreten Fall mit der Initiative Moment mal, mit allen Beteiligten. Und ich glaube, das ist auch der richtige Umgang, wie man mit solchen Situationen umgeht. Wir erleben ja momentan unglaublich viele Debatten über Verschwörungstheorien. Manche sind offenkundig, Reptiloide oder anderes. Ja, da steht sozusagen schon auf dem Titelbild drauf, Achtung, jetzt kommt eine Verschwörungsgeschichte. Und dann gibt es eben auch die subtilen. Und ich glaube, das ist das, wovon wir hier gerade reden, wo die Dinge doch sehr viel subtiler rüberkommen. Und Frau Delto hat ja die Gefahr, die damit verbunden ist, beschrieben, weil das halt anschlussfähig macht in andere Bereiche der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, eine Tendenz, die wir weitgehend erleben. Also wenn wir uns die Querdenker-Szene angucken, die sich ja aus ganz unterschiedlichen Strömungen zusammensetzt. Da gibt es ja ganz viel. Da gibt es eben auch wirklich harten Antisemitismus, da gibt es harten Rechtsextremismus. Da gibt es aber eben auch, ja, merkwürdige Vorstellungen, etwas flapsig gesagt, von der Welt, die gar nicht so auf den Punkt als extremistisch zu entlarven sind. Und dieses Feld aufzuhellen, ich glaube, das ist eine wichtige zivilgesellschaftliche Arbeit. Mhm. Genau, aber uns ging es ja auch bei der ganzen Arbeit nicht nur darum, das aufzuhellen. Das ist ein erster Schritt. Wir wollten ja auch noch mit dieser Kampagne den Diskurs vorantreiben. Was für Gruppierungen können auch in städtischen Räumen, in öffentlichen Räumen tagen? Jetzt findet dieser Kongress statt und zugleich hat uns die Zeit eingeholt, insofern, als dass das nicht die einzige Veranstaltung ist, die im Rhein-Main-Kongresszentrum stattfindet, sondern Mitte Dezember dann auch der Bundesparteitag der AfD. Da hat der Rechtsausschuss der Landeshauptstadt gesagt, das lässt sich rechtlich nicht unterbinden. Jetzt hat es da schon verschiedene Perspektiven gegeben, die aus der Stadtgesellschaft artikuliert wurden, Kritik formuliert, aber auch schon vielseitige Proteste angekündigt. Ich würde jetzt gerne erst noch mal, bevor wir darüber reden, einen Schritt zurückgehen und mit Fabian darüber reden. Was sind das für zwei unterschiedliche Veranstaltungen, die da stattfinden und wie muss man die bewerten, um das auch vielleicht noch mal deutlich zu machen, dass wir hier schon von zwei unterschiedlichen Dingen sprechen? Ja, also tatsächlich denke ich, sind da zwei Perspektiven denkbar. Einmal, wenn man sich das aus juristischer Sicht anschaut und einmal, wenn man sich politisch anschaut. Aus juristischer Sicht ist es tatsächlich so, dass wir in Deutschland bestimmte Privilegien für Parteien haben. Das macht ja auch historisch tatsächlich auch einen gewissen Sinn. Tatsächlich ist es dann aber in der Gegenwart so, dass das natürlich auch Parteien aus dem extrem rechten Spektrum für sich nutzen. Also wir wissen aus Hessen nur zu gut, Beispiel Büdingen, dass dort auch eine NPD immer wieder eine Stadthalle nutzen konnte und sich dabei eben zuverlässig immer auf dieses Parteienprivileg berufen konnte. Das heißt, eine Parteiveranstaltung in der Form zu untersagen, ist tatsächlich schwieriger als eine
Initiative wie meinetwegen die von Go for Gold, wo wir es mit einem privatwirtschaftlichen Unternehmen letztendlich zu tun haben. Da sind dann vor allen Dingen die Betreiberinnen von solchen Hallen, wo die sich einmieten, gefordert, aufmerksam zu sein, sich zu überlegen, wollen wir das bei uns haben, wollen wir denen unsere Bühne geben? Weil das ist ja für diese Szene auch ganz wichtig, wenn man sich deren Internetauftritte anschaut. Die suchen bewusst repräsentative Orte, die suchen das große Bild, wo sie dann anschließend sagen können, wir stehen hier unterm Goldlüster oder was weiß ich wo. Aber es soll eben Eindruck machen und das tut es dann letztendlich auch. Und da stehen die Betreiber von solchen Hallen in der Verantwortung, halt eben aufmerksam zu sein und sich der Wirkung bewusst zu sein und dann eben zu sagen, nee, diese Veranstaltung wollen wir nicht. Also das geht bei solchen privatwirtschaftlichen Initiativen deutlich einfacher als bei politischen Parteien. Da geht es dann aus meiner Sicht tatsächlich eben eher um die politische Einschätzung und da ist dann eben die Frage, setze ich als Kommune das Signal und gehe eben den Weg, dass ich erstmal, sei es auch nur formal mit dem Wissen, dass das am Ende keinen Bestand hat, aber erstmal sage, nee, läuft hier nicht, oder verzichte ich auf das Signal, weil ich sage, ich will Ihnen keinen Erfolg vor Gericht bieten. Ich finde, da kann man beiden Argumentationen durchaus was abgewinnen. Meine persönliche ist immer die zu sagen, jedes Signal hilft und deshalb wäre ich, wenn man mich fragen würde, immer derjenige, der sagen würde, nee, erstmal Nein sagen, auch mit dem Wissen, dass man juristisch das nicht über Wochen durchhalten kann. Mhm. Verena, die Entscheidungen treffen andere und ihr habt im Prinzip auch als Anlaufstelle erst im Nachhinein davon erfahren, beziehungsweise ich glaube vom Wertekongress relativ zufällig, dass dann irgendjemand auch gesehen hat, okay, da findet ja ein Kongress statt, der ist ja problematisch. Was hättest du dir als Vertreterin von Spiegelbild und als Anlaufstelle Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gewünscht? Ja, da es ja mittlerweile diese städtisch geförderte Anlaufstelle Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gibt, ist natürlich aus unserer Perspektive zu betonen, dass Institutionen und Organisationen städtische nicht alleine sind, wenn es Anfragen gibt, wo sich vielleicht erstmal Fragezeichen auftun. Also es gibt lokal die Anlaufstelle, dann gibt es zum Beispiel auch noch hessenweit das Beratungsnetzwerk am Demokratiezentrum, was in Marburg angesiedelt ist. Wir haben ein dauerhaftes Angebot, wir befassen uns viel fachlich eben mit den Themen demokratiefeindliche Strömungen und Bewegungen, Antisemitismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in ihren Erscheinungsformen. Und wenn man uns fragt, dann stehen wir als Spiegelbild auch jenigen beraten und begleiten zur Seite, die sich halt eben gegen diese Menschenfeindlichkeiten einsetzen möchten und für ein besseres Miteinander. Es ist nicht offensichtlich gewesen in diesem Fall, wie Sie schon sagen, auf den ersten Blick. Wir hätten uns trotzdem gewünscht, vielleicht gefragt zu werden, weil also aus unserer Perspektive haben sich da schon auch, als wir das auf der Homepage des Rhein-Main-Kongresscenters gesehen haben, dann direkt so ein paar Fragezeichen und Ausrufezeichen ergeben, ja, wo wir auch beratend gerne zur Seite gestanden hätten. Mhm. Dankeschön. Herr Mende, wie bewerten Sie die Entscheidungen auch des Rechtsausschusses, aber auch letztendlich des RMCC für den Wertekongress? Also die Frage, was den Wertekongress betrifft, kann ich nicht beantworten, da war ich nicht involviert. Und ich finde, man muss einen Anhaltspunkt haben, um die Fragen zu stellen, die Frau Delto gerade aufgeworfen hat. Und wenn ich den Anhaltspunkt nicht habe, ist es schwierig. Und ich weiß nicht, ob die Kollegen den gesehen haben. Ich will darüber nicht urteilen, hielte das für vermessen. Und im Übrigen muss man auch sehen, um diesen Einsachverhalt ein bisschen zu klären, das ist halt auch nicht deren Aufgabe. Sie haben nicht in erster Linie festzustellen, passt uns das als wie auch immer. Dafür gibt es andere, die das machen müssen. Und deswegen haben wir ja auch in unseren allgemeinen Veranstaltungsbedingungen für die Rhein-Main-Kongresszentrum haben wir eine klare Grenze gezogen. Das betrifft sowohl parteipolitische als auch am Ende weltanschauliche oder pseudoreligiöse Fragestellungen. Da steht nämlich drin, beobachtet durch den Verfassungsschutz. Und das ist eine, wie ich finde, relativ kluge Grenze. Weil das ist etwas, was von Gerichten überprüft werden kann. Wenn ich mich zu Unrecht durch den Verfassungsschutz
beobachtet fühle, habe ich dagegen Rechtsmittel, dann kann ich dagegen vorgehen. Das heißt, ich habe ja eine Grenze, die durch eine entsprechende Rechtsprechung gefestigt ist. Und ich bin der Auffassung, man muss diese Fragen, ich bin wirklich ein Vertreter von sehr konsequenter, schon fast starrsinniger Rechtsstaatlichkeit. Das ist manchmal schwer zu verdauen. Sie können sich vorstellen, das sind Entscheidungen, mit denen ich auch hadere. Aber beim Thema AfD zum Beispiel, da vertrete ich nicht Ihre Position, Herr Jeronek. Ich glaube nicht, dass es das richtige Symbol ist, sehenden Auges mit einer rechtswidrigen Entscheidung vor das Verwaltungsgericht zu gehen und zu scheitern. Sondern ich glaube, es ist ein richtiger rechtsstaatlicher Anspruch, dass Behörden und auch die Politik, die an Recht und Gesetz gebunden ist, sich ihr eigenes Urteil bildet, was rechtsstaatlich vertretbar ist und dann dazu auch steht. Sie können sich vorstellen, dass das hart war. Ich war an der Entscheidung im Übrigen urlaubsbedingt gar nicht beteiligt, aber ich stehe zu dieser Entscheidung, die da getroffen worden ist, weil ich den Signalwert, den Sie einer anderen Entscheidung beimessen, und auch den Symbolwert, sehr gut nachvollziehen kann. Und solche Fragen werden natürlich auch diskutiert. Aber ich komme für mich zu dem Ergebnis, dass das nicht der richtige Umgang ist mit Leuten, die selber unsere Verfassung in Frage stellen, denen ich selber den Vorwurf mache, sie stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und sind nicht rechtsstaatlich. Warum ich denen die Folie liefern soll, wider besseren Wissens eine rechtswidrige Entscheidung zu treffen, das halte ich für nicht richtig in der Auseinandersetzung. Mir ist wichtig, das habe ich vorhin schon betont, die zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung. Es ist eben nicht so, dass Behörden oder die Stadt oder die städtischen Gesellschaften den Diskurs zu bestimmen haben. Und sie haben ihn auch nicht zu bestimmen durch Verbote oder Gebote oder ihre Entscheidungen, sondern der Diskurs, der muss aus der Zivilgesellschaft kommen. Da stehe ich auch dazu und ich glaube, da stehe ich auch klar. Ich habe mich in allen Fragen zum Thema Rechtsextremismus, Antisemitismus in dieser Stadt immer hundertprozentig klar positioniert. Lass mir das auch nicht in Abrede stellen. Das ist passiert nach dem Motto, Obermende kapituliert vor der AfD. Nein, ich kapituliere niemals und schon gar nicht vor Rechten. Aber ich respektiere die Rahmenbedingungen, die der Rechtsstaat setzt. Und dazu gehören der Gleichbehandlungsgrundsatz. Dazu gehören natürlich in gewisser Weise die Parteienprivilegien. Dazu gehört aber eben insbesondere der Artikel 5 des Grundgesetzes mit der Meinungsfreiheit und dem Umstand, Zensur findet nicht statt. Und das gilt eben auch für mich jedenfalls im übertragenen Sinne, für die Beurteilung von solchen Veranstaltungen. Jetzt hatten Sie als Referenz den Verfassungsschutz genannt. Ich glaube, die Liste ist relativ lang, wo der Verfassungsschutz als Frühwarnsystem nicht funktioniert hat, um das vorsichtig zu formulieren. Ich glaube, in die Tiefe muss ich nicht gehen. Und zugleich legt ja auch der verfassungsrechtliche Ansatz die Latte sehr hoch, um sich im Prinzip gegen Gruppierungen, die eben diese Latte unterlaufen, auch administrativ zur Wehr setzen zu können. Es gibt Erfahrungen, dass es auch über Hausrecht, über Leitbilder und Ähnliches auch Möglichkeiten gibt, deutlich niedrigschwelliger. Also dass tatsächlich, wenn wir in den Bereichen sind, wo Verena Delto beschrieben hat, wo Antisemitismus niedrigschwelliger stattfindet, aber deutlich eigentlich herausgefiltert werden kann, dass da gehandelt werden kann. Sehen Sie da keine Möglichkeiten? Zumindest jetzt nicht in der akuten Situation. Tendenziell schon, weil ich natürlich, da geht es auch um demokratische Legitimität. Das heißt, ein solches Leitbild müsste entsprechend demokratisch legitimiert sein. Das müsste beispielsweise durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen sein. Das lässt sich nicht durch die administrative Handhabung ersetzen. Das ist mein Problem. Und meine Bemerkung zum Verfassungsschutz war nicht politisch. Wir sind ganz nah beieinander. Das ist keine Vorzeigebehörde in weiten Teilen und in weiten Teilen ihrer Geschichte. Ich war selber als Mitarbeiter im Innenministerium häufig nah dran und kenne die Problematiken sehr wohl, die es da gibt. Mir ging es um eine rechtliche Überlegung. Die Einstufung als Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes ist eine rechtsmittelfähige Entscheidung. Das heißt, dagegen kann man rechtlich vorgehen. Dagegen entscheidet am Ende ein Gericht. Dass das nicht der optimale Maßstab ist, da sind wir nicht weit auseinander. Aber es ist sozusagen ein rechtlich nachvollziehbar, ein rechtlich überprüfbarer Maßstab. Und das kommt aus meiner Rechtsstaats-
Argumentation gerade eben und nicht, weil ich der Meinung wäre, die Bewertung durch den Verfassungsschutz sei das Maß aller Dinge. Okay. Von eurer Seite, habt ihr da noch was anzuführen, zu ergänzen? Was würdet ihr euch wünschen für die Zukunft? Ja, also aus meiner Perspektive heraus, ich finde immer ganz wichtig, dass man bei Entscheidungen immer auch die Perspektive versucht mitzudenken, was macht das mit den Menschen, die eigentlich gemeint sind. Verena Delto hat eben gesagt, Jüdinnen wissen bei Verschwörungstheorien, dass sie mit gemeint sind. Bei Rassismus, auch wenn er nicht strafbar ist, gibt es Leute, die genau wissen, dass sie gemeint sind, dass ihnen quasi das Recht in der Stadtgesellschaft oder im Land mitzuleben abgesprochen wird durch bestimmte Gruppen. Und ich finde immer wichtig, dass man diese Perspektive versucht auch wahrzunehmen und diesen Leuten auch mitzuteilen, dass man auf politischer Entscheidungsebene FürsprecherInnen hat und die sich quasi klar dann auf die Seite der Betroffenen stellen. Also ich finde auch, also ich kann Ihr Argument sehr gut nachvollziehen, dass Sie sagen, ich möchte eine rechtliche Grundlage haben, die überprüfbar ist und keine Entscheidung, die jemand anders mit einer anderen Einstellung vielleicht ganz anders fällt oder so. Aber ich finde halt eben beim Verfassungsschutz, der hat halt eben die Brille auf, dass er sagt, ich schaue mir an, was verstößt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und ich finde immer, jenseits von einem Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung kann es ja trotzdem sein, dass Themen, die gesetzt werden, dass Sprache, die benutzt wird, dass Politik, die gefordert wird, dazu führen würde, dass es trotzdem Menschen gibt, die darunter leiden würden. Ganz konkret. Und da finde ich, braucht es dann eine Parteinahme von der Öffentlichkeit. Die kann auch von der Zivilgesellschaft geleistet werden. Aber ich finde es auch immer schön, wenn sie auch eben von EntscheidungsträgerInnen mitgetragen wird. Ich würde gerne dazu was sagen. Gerne. Ich darf, weil wir sind in der Sache an dem Punkt gar nicht auseinander. Mir ist das sehr wohl klar, dass die Auswirkungen auf die Betroffenen viel früher anfangen, als bei diesem Grad, der von mir gerade skizziert worden ist. Und deswegen ist es eine Haltungsfrage. Und diese Haltungsfrage habe ich in dieser Stadt an keinem Punkt vermissen lassen. Zu jedem Zeitpunkt. In jeder Debatte. Egal, ob es die Debatte war in Wiesbaden über die Pfitznerstraße, aus der mein Satz ist, es gibt keinen Antisemitismus leid, den ich sehr ernst meine, es gibt keinen Antisemitismus leid und ich bin noch nicht bereit, den zu akzeptieren. Und mein Einsatz für die Vielfalt in dieser Stadt ist auch ganz klar. Das ist wirklich eine Haltungsfrage. Der Punkt, wo wir auseinander sind, ist, kann man symbolische oder demonstrative Verwaltungsakte rechtfertigen? Das ist das, worauf Sie im Prinzip hinaus wollen. Und da sind wir auseinander. Und zwar auch, weil ich den Gegnern unserer Demokratie keine Vorlage liefern will. Weil ich, wir erleben doch momentan überall die Diskussion, man darf in diesem Land nichts mehr sagen. Kennen Sie alle. Ja, zu Genüge kommt uns allen zu den Ohren raus. Das sind, und zwar wird es immer vorgebracht von den Leuten, die alles sagen. Also sie sagen alles, sie sagen die schlimmsten Beschimpfungen, sie sagen die übelsten antisemitischen Sätze und sagen anschließend, in diesem Land darf man ja nichts mehr sagen, weil sie den Widerspruch nicht aushalten. Weil sie im Moment, wo ihnen widersprochen wird, sagen, man darf ja nichts mehr sagen. Und diesen Widerspruch, da sind wir, glaube ich, wirklich einig, diesen Widerspruch muss man üben. Das ist aber keine Frage von Administration und Verwaltungsakten. Den Widerspruch klar zu benennen und klar zu diesem Widerspruch zu stehen, das ist in der Tat eine Frage von Haltung und am Ende von der Zivilgesellschaft. Insofern sind wir uns im Ergebnis nicht ganz einig, das ist mir klar. Aber wir sind uns, glaube ich, von der Grundhaltung da sehr ähnlich. Verena, hast du noch? Ja, wo Sie gerade sagen, dass Sie keine Vorlage bieten möchten, ich glaube, die braucht es gar nicht, die Vorlage. Das ist ja Teil der Strategie und Teil der Weltanschauung dann auch im verschwörungsideologischen Bereich, dass es keine Vorlage braucht, sondern dass man im Zweifelsfall die Gründe findet. Das haben Sie ja im Prinzip auch ausgedrückt. Deshalb finde ich schon, es ist nicht nur ein Verwaltungsakt, es ist auch, dass durch das Bieten von bestimmten Räumen einfach eine Normalisierung stattfindet, eine Anerkennung bestimmter Positionen, die halt eben
in dem Fall jetzt jüdischen Menschen signalisieren, wie sie immer noch gesehen werden und was ihnen im Zweifelsfall droht. Und das ist das, was ich da sehe. Und ich denke auch, was ich mir vielleicht noch wünschen würde, wäre, weiter im Gespräch zu bleiben, weil es vielleicht auch andere Möglichkeiten gäbe, als ganz oder gar nicht Räume zur Verfügung zu stellen, sondern auch bestimmte Sachen dazwischen, die auch vielleicht mit Verwaltungsakten zusammenhängen, mit Positionierungen von Stadtverordnetenversammlungen oder Ähnlichem, wie Sie es angesprochen haben. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das jetzt nicht, wenn der Kongress rum ist, dann vorbei ist, weil dann steht der nächste Parteitag der AfD an, der ja auch in der Zivilgesellschaft aus kritisch begleitet werden muss, aber dass trotzdem Fälle, wie sie jetzt eben sich unterscheiden von dem Parteitag, nämlich, dass eben eine Organisation wie Solid hingeht, bestimmte Ideologien vertritt und dann relativ problemlos, relativ leise bestimmte Räume bekommt erstmal und dann im Nachhinein von der Zivilgesellschaft reagiert werden muss, dass da vielleicht noch andere Möglichkeiten sich ergeben können. Aber ich denke, das wird in einem Prozess sein, den wir jetzt hier wahrscheinlich in der restlichen Zeit jetzt nicht umfassend erörtern können. Das hatte ich Ihnen aber ja schon gesagt, dass ich das durchaus für nachvollziehbar halte und vielleicht auch für möglich. Man muss sehen, es ist schwierig, die Kriterien richtig zu definieren. Das ist eine Riesenherausforderung. Ja, Sie kennen sich in dem Bereich Verschwörungstheorien viel besser aus als ich. Wo fängt es an? Was ist der Punkt, wo ich sage, das ist der Interventionspunkt und das ist der Punkt, wo ich noch Duldung, sage ich mal, ausspreche. Diese Abgrenzung vorzunehmen und diese Abgrenzung sauber vorzunehmen, nachvollziehbar nach unserer Rechtsordnung vorzunehmen, sodass sie dem Gleichheitsgrundsatz entspricht, dass ich wirklich Gleiches gleich behandle, dass ich nicht Gefahr laufe, dass das anschließend einerseits als Rechtsverstoß gesehen wird, das ist im höchsten Maße diffizil. Und deswegen komme ich eben eher zu dem Ergebnis, das ist nicht eine Frage von Administration. Ich kann Ihre Position wirklich in jeder Hinsicht nachvollziehen. Aber deswegen komme ich zu dem Punkt, das ist eine Frage des Diskurses und nicht der Administration. Es ist nicht die Frage der Entscheidung, habe ich den Vertrag unterschrieben oder habe ich ihn nicht unterschrieben? Oder welche Bedingungen müsste denn ein solcher Kongress erfüllen, damit er anschließend den Vertrag kriegt? Ja, sollen wir uns die Rednerinnenlisten vorlegen lassen und die einen Haken dahinter machen, welche Rede akzeptiert werden kann und welche nicht? Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess, das rechtsstaatlich sauber zu definieren. Und deswegen ist mir das, was Sie machen, nämlich diese zivilgesellschaftliche Aktion, dagegen viel mehr wert. Weil ich glaube, das ist der viel wertvollere Beitrag in der Auseinandersetzung, als wir ihn mit administrativer Handhabung gewähren könnten. Vielleicht soweit an der Stelle, dann würde ich sagen, wir werden ganz gewiss auch den Diskurs darüber weiterführen, was wir für sinnvoll erachten, den Diskurs sicherlich auch in Richtung Administration auch weiterführen wollen. Und wir werden auch bei weiteren anstehenden Veranstaltungen sicherlich uns zu Wort melden und den Diskurs bei Grauzonen-Spektren genauso führen wie bei eindeutig extrem rechten Gruppierungen. Und wir werden ganz gewiss Mitte Dezember ganz viele zivilgesellschaftliche und demokratische Gruppierungen auf der Straße sehen, die ein ganz klares Zeichen setzen werden gegen den Bundesparteitag der AfD im RMCC. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Mendel, bei euch beiden und hoffe, dass alle viel Spaß mit unseren Kampagnenbeiträgen hatten, Erkenntnisse und sage bis bald im Namen von Moment mal.